Lukas, du hast den Altralon Peak 8 als Herrenmodell, ich als Damenmodell in der Hand. Ein Trail-Schuh, über den wir heute sprechen. Ich glaube, über den Schuh können wir einiges erzählen. Machen wir. Wir legen los. Der Altralon Peak 8, den wir hier in der Hand haben. Bevor wir was zu dem Schuh verlieren, ein bisschen was darüber erzählen, ein bisschen was zur Marke Altra allgemein und zur Besonderheit. Genau, Altra, für viele Leute dafür bekannt, eine Marke, die fast bei allen Schuhen auf 0 mm Sprengung setzt. Heißt, die Höhendifferenz zwischen Ferse und Vorfuß ist 0. Bei den meisten Schuhen ist die Ferse ja etwas erhöht, bei Straßenschuhen meistens sogar ganz schön extrem. Und das soll erstmal für einen natürlicheren Fußaufsatz sorgen. Was aber eigentlich noch wichtiger ist oder noch mehr Altra repräsentiert, ist die Fußform. Man sieht es vielleicht so ein bisschen. Der Vorfuß ist immer recht breit geschnitten. Dadurch hat der Fuß und die Zehen haben viel Platz zu arbeiten und ist so ein bisschen der natürlichen Fußform nachempfunden, dass da nicht irgendwie die Zehen eingeschnürt werden, der Fuß einschläft, man einen Hallux bekommt oder diese ganzen Probleme, die entstehen, wenn man zu kleine Schuhe oder zu enge Schuhe trägt. Also zwei Merkmale, die natürliche Bewegung des Fußes fördern und fordern, auch hier beim Lone Peak 8 zu finden. Der Lone Peak 8, ein typischer Trailschuh, typisch im Sinne von Altra, das heißt, er hat eine profilierte Außensohle mit Stollenelemente, die in unterschiedlichen Richtungen positioniert sind. Einmal nach vorne gerichtet für den Abrollvorgang, um Grip und Traktion darzubieten. Einmal aber auch nach hinten für den Fußaufsatz, beziehungsweise wenn es bergab geht, um da den Halt definitiv auch zu geben. Was ich noch ganz gut finde, der Schuh hat hier hinten so einen kleinen Spoiler. Das heißt, beim Fußaufsatz, bergab laufen, setzt der Fuß darüber auf und wird dann entsprechend geschützt und in eine gleichmäßige Abrollbewegung gebracht. Genau, ich finde auch wirklich spannend an dem Schuh, dass man sieht das vielleicht vorne und hinten, also in der Zone des Fußaufsatzes und wo man sich abdrückt, wirklich das letzte Stück, nochmal zusätzliche Stollenelemente hat, dass man wirklich auch beim ersten Bodenkontakt hinten richtig guten Halt hat und beim ersten oder im letzten Bodenkontakt, also beim Fußabdruck, nochmal da richtig Kraft rausholen kann, ohne dass man dann im Schlamm oder auf Geröll hin und her rutscht. Zusätzlich hat er noch hier so schwarze oder eingefärbte Nupsis unterm. Was ist das denn? Das sind die Trail Claws, also die Geländekrallen, die sich beim Laufen wirklich in den Untergrund fressen. Das heißt, wenn es ein bisschen matschiger, schlammiger ist vom Untergrund her oder vielleicht auch frisch gefallener Neuschnee, ist ja auch eine super Sache, dann ist tatsächlich so, dass beim Abrollvorgang unter den Zehen Grundgelenken dieser Bereich sich wirklich in den Boden gräbt und da eine gute Traktion nach vorne gibt. Genau. Dann haben wir den einen Teil des Trailschuhs abgearbeitet, vielleicht mit der wichtigsten, die Außensohle. Ja. Kommen wir mal zur Mittelsohle. Mittelsohle ist so, hier kommt das Dämpfungsmaterial von Altra zum Einsatz, das heißt Ego. Es ist ein Material, was eher ein bisschen straffer ist. Finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, weil der Untergrund im Gelände ist oftmals ein bisschen weicher, da muss die Dämpfung nicht noch zu weich sein. Und vor allen Dingen gibt der Schuh so eine sehr, sehr gute Rückmeldung zum Untergrund. Genau, was ich wirklich toll finde an dem Schuh ist, dass der so eine gewisse Stabilität durch diese etwas festere Dämpfung mitgibt. Da drückt sich nichts komisch durch. Ist ja das Gleiche, wenn ich auf einer Matratze versuche zu balancieren, ist das deutlich komplizierter, als wenn ich es auf dem Boden einbeinig machen würde. Ja. Entsprechend habe ich einfach auch unordentlichen Halt, wenn ich im Schuh stehe. Trotzdem ist es nicht zu wenig Dämpfung. Wenn ich mal ein paar Kilometer bergab laufe, habe ich trotzdem eine gute Dämpfung, die meine Knie und Hüfte schont. Genau. Und alle die jetzt sagen, oh, ich weiß nicht, ob das zu mir passt, ich hätte gerne ein bisschen mehr Dämpfung, da gibt es dann noch den Timp als Alternative. Mhm. Und alle, die sagen, ey, ich will es lieber noch ein bisschen knackiger, die wären mit dem Superior bei Altra definitiv fündig. Genau. Obermaterial? Ja, auch ganz durch und durch Trailschuh, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Da geht es um die Robustheit, dass der Fuß geschützt wird. Der Schuh nicht sofort, wenn ihr mal am Brombeerbusch langlauft, an Steinen katscht oder an Wurzeln hängen bleibt, dass das Obermaterial nicht sofort durchscheint. Das ist ein Ripstop-Material, was auf der einen Seite auch wasserabweisend ist. Es ist nicht wasserdicht, nur wasserabweisend. Und was ich bei dem Schuh was mich begeistert, muss ich so sagen, ist die Passform im Mittelfußbereich. Der Lone Peak hatte eher schon immer so eine Passform, dass er sehr direkt zupackt, ja, aber ohne irgendwie zu drücken und zu stören. Und hier dieser Mittelfußsattel auf der Außen- und auf der Innenseite sorgt echt für eine echt grandiose Passform, die mich einfach überzeugt. Man sieht sie so ein bisschen auch beim Herrenmodell vielleicht ein bisschen besser, weil der Kontrast besser passt. Diese dunkelblau eingefärbten Applikationen sitzen wirklich auf dem Obermaterial drauf, ja, und ziehen den Mittelfuß, also die Schnürung, nach hinten in den Fersenbereich. Das heißt, der Schuh packt richtig hier von beiden Seiten. Im Vorfußbereich habe ich viel Freiheit, aber im Mittelfuß, im Fersenbereich habe ich richtig, richtig viel Halt.
Und das ist das, was abseits befestigter Wege natürlich auch Sinn macht, ja, dass du dich darauf verlassen kannst, dass du nicht irgendwie zu schwammig, zu kippelig im Schuh stehst. Wir hatten ja gerade schon die romantische Vorstellung, im Schnee zu laufen. Mhm. Na, da hat der Schuh natürlich auch noch hier mit dem Klettverschluss nochmal ein extra Feature, wo man gut Gamaschen befestigen kann. Genau, hinten eine Gamasche, vorne könnt ihr sie eigentlich einfach hier vorne am Schnürsenkel einhaken. Ja. Passt perfekt, um dann auch trockenen Fußes unterwegs zu sein, beziehungsweise dass nichts von oben in den Schuh reinkommt. Weder kein Geröll, Sand, Steine oder halt, wenn ihr im Schnee unterwegs seid, Schnee. Lukas, der Altra Lone Peak 8 für mich ein wirklich super Trailschuh, der Flexibilität, Dynamik, gute Dämpfung und eine natürliche Bewegung unterstützt. Für dich noch irgendwas, was dazukommt, was ihn ausmacht? Ich würde sagen, du hast da eigentlich alles erwähnt. Wirklich das Spannende, Vorfuß flexibel, Mittelfuß, der Schuh macht alles mit. Egal, Stock, Stein, ob man wirklich richtig alpin unterwegs ist oder einfach mal ein paar Pferdewege laufen will, da macht der Schuh immer Spaß. Wenn du also auf der Suche bist nach einem Schuh, der auf vielen Untergründen funktioniert, dann schau dir den Altra Lone Peak 8 mal an. Wenn du Fragen zu dem Schuh hast, dann schreib uns eine WhatsApp, ruf uns an oder schick uns eine E-Mail, nutzt unsere Beratungskanäle. Und wenn du noch mehr Videos sehen willst, dann abonniere einfach unseren YouTube-Kanal.